So, aber jetzt, die elektrische Nähmaschine muss hin. Die muss hin. Produktion. Nähmaschine elektrisch. Ja, ich sollte mir aber mal Nahkampfwaffen basteln. Für die Leute, die im Nahkampf gut sind. Das ist Hera, glaube ich. Charakter. Ja, eine 8. Sehr gut. Pyro auch. Sehr gut. Chamber ist gut. Also sie hat schon. Na, immerhin den Gladius. Nora könnte ihn gebrauchen. O'Donovan nicht. Und Gorilla auch. Also alle außer O'Donovan könnten in der Nahkampfwaffe gebrauchen. Das heißt, ich bräuchte eigentlich 5 Langschwerter. Ja, das kann mal alles weg. Dankeschön. Langschwert hätte ich gerne. Langschwerter. Ja. Was braucht denn das? 120 Stahl. Das ist relativ teuer. Hier kein Blastahl nehmen und kein Uran. Machst du nur normalen Stahl. Ja. Ich tue das gerade nochmal suspendieren. Wie viel Stahl haben wir denn hier im Lager? 200, fast 300. Das heißt, wir könnten 2 bauen. Und dann wären wir. Dann wäre es vorbei mit den Materialien. Ein bisschen doof. Und wir haben keinen, der so richtig Bergbau machen kann. Immer noch nicht. Bergbau 1. Gottes Willen 0. Immerhin eine 4. Also Nora. Ja. Ich glaube, du musst dann mal Berg bauen. Machen wir mal. Wir haben ja hier noch ein bisschen Zeug. Arbeit. Dann kriegt sie das Reinigen halt weggenommen. Und den Bergbau etwas vorgezogen. Dann kann sie Bergbau machen. Gibt es hier oben auch nochmal einen Auftrag, damit wir ein bisschen was dazu kriegen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Dann... Ja, die ist auch beschäftigt mit die ganze Zeit nur Schneidern. Es ist alles nicht so pralle hier gerade. Machen wir es halt auch ein bisschen schneller. Büro kommt halt auch gerade nicht dazu zu forschen, weil er die Kranken hier so ein bisschen versorgen muss. Ja, da geht er schon wieder los. O'Donovan braucht ihre Medizin. Ja, dann ist er aber auch bald durch. Behandlung benötigt von Nora. Ja, ist gerade hier rausgelaufen, dann geht sie wieder heim. 85% Immunität. Die werden wahrscheinlich nochmal Medizin brauchen, bevor sie wieder fit sind. Er vielleicht nicht, 88%. Er sieht gut aus. Aber er hat auch ganz viel geschlafen. In seinem Bettchen, das hilft ja. Wenn die im Bett bleiben, dann heilen die schneller. Ja, hier, genau. Gönnt euch meinen Tisch. Ist ja nicht so. So, die Hose gleich fertig. Ich weiß gar nicht, wer kriegt die denn? Hat sie jetzt eigentlich was zum Anziehen? Nee. Warum ne? Müsste doch noch was rumliegen. Ja, tut's auch. Trinke an Kragenhemd. 10-50%. Das ist so schlecht, dass... bauen wir bitte noch eins. Das kannst du ja keinem anbieten. Nur no, machst du die Hose noch schnell fertig? Nein. Ich hab gesagt, Hose fertig machen. Du bist doof. Ja, mach die Hose fertig. Nicht so einen Unsinn machen. Jetzt. Wunderbar. Hose ist fertig. Auch meisterlich, sehr schön. Und schon aufgestiegen? Ja, also. Sehr schön. Das funktioniert echt gut. Sie wurde echt unsere Handwerkerin. Ich hätte eigentlich gewollt, dass Gorilla auch so ein bisschen lang Handwerk lernt, so langsam. Dass ich vielleicht noch so einen Nähtisch baue. Oder dass der Nähtisch hier da bleibt. Ich habe gerade mit dem Finger gezeigt. Das ist auch gut, ne? Ihr habt euch genau gesehen. dass der Nähtisch hier da bleibt und dass hier dann in elektrischer hinkommt oder so. Wenn wir endlich mal die Forschung dafür haben. Dann kann sie nämlich das Teufelsgarnzeug auf dem... elektrischen Nähtisch bauen und er kann auf den nicht elektrischen einfach so unsere Stoffresten und was wir hier so haben, kann er verarbeiten zu Staubmänteln, die wir dann verkaufen. Da ist es, ja, Gorilla, genau.
So ein Hugo. Also sie mag Dommermann nicht. Wieso denn das eigentlich? Steht nicht da, warte mal. Ära, hier. Minus 15, minus 16, warum denn? Warum mögt ihr euch nicht? Wurde beleidigt. Oh, nee. Achso, hart arbeiten gegen faul, okay. Deshalb mögen die sich nicht ganz so. Naja, kann man nicht ändern. Es ist dann halt so. Wenig Nahrung. Wie wenig Nahrung ist denn da? Sehr wenig. Das ist ja ein Traum. Und das braucht noch eine Weile, bis das hier mal gewachsen ist. Oh Mann. Das ist ja ein Traum. Das wächst alles noch. Ja, der Mais braucht auch noch ewig. Wenn der Mais dann fertig ist, dann haben wir erst mal wieder was. Dauert halt auch noch. Ja, dann mach mal ein paar einfache Mahlzeiten. Hier. Du darfst dafür Fleisch nehmen? Ja, darfst. Dann verwurst du das nämlich mal zu einfachen Mahlzeiten, bevor es vergammelt. Verdirbt dann weniger als einem Tag. Schade, dass da nicht genau dran steht, wie lange das noch geht. Nora braucht eine Behandlung. Aber keine dringende, oder? Nö, keine dringende. Eigentlich brauchst du gar keine Behandlung mehr. Und Donovan ist auch fertig. Wurde immun. Sehr gut, sehr gut. Wie viel Arbeit hast du? Immer noch 41%. Ach, du wurdest du jetzt doch noch geheilt. Und er hat es auch schon wieder versucht mit Liebe, ne? Das ist ein Schlawiner. 29, naja. Da hat er Bedürfnisse. Da hat er wohl Bedürfnisse. Endlich wird hier wieder geforscht. Gott sei Dank. So. Samt noch 108 Arbeit, okay. Ja, Gorilla, schön. Bau den Mister ab und an. Das ist sehr gut. Jetzt ist der Hund unser gutes Fleisch. Ich muss auch gleich mal wieder jagen gehen. Hier, das doofe Alpaka musste leider dran glauben. Weil wir haben nichts mehr. Aber hier ist ja echt Mondlandschaft. Ne? Gar nichts ist hier. Das eine arme Alpaka da oben, was jetzt dran glauben muss. Wir könnten da unten das Nashorn holen. Oder den Strauß. So rennt denn der so weg. Ist keiner. Aber jagt den Strauß auch mal. Die Bäden, das sollte gut gehen. Ah, Gorilla kümmert sich darum. Der trifft doch eh nix. Ja, Trefferchance, 21%. Ah, es ist nicht so gut. Trotz des hohen Skills, Fernkampfgenauigkeit, ja. Ach, hier, das ist cool, also das jetzt hier mit reinschreiben, was das für eine auf die Entfernung ausmacht. Angepasste Kurve. Plus 11, minus 1 durch Arbeiten. Warum denn das? Warum ist denn das? Achso, weil er immer noch die Grippe hat. Aha. Gut. Komm, du schaffst es. Nein. Jawohl, Hugo. Ich glaube an dich. Du kannst so schön schnell schießen. Nur treffen kannst du gar nicht. Ihm müsste man sowas wie eine Gatling Gun geben oder so. Dann schießt er Dauerfeuer. Dauerfeuer kann er dann machen. Vielleicht wäre das LMG nie so schlecht führen gewesen. Wobei, na gut. Dann hast du eine schlechte Trefferchance von ihm und von dem LMG. Das hat ja auch keine gute Trefferchance. Ja, irgendwann hat er das Viech dann mal tot. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann kann sie weiter kochen, das ist sehr gut. Und Donovan, bist du wieder gesund? Nee, noch nicht. Wie lange denn noch? Oder es dauert noch, bis sie wieder gesund ist. Dein Bock ist verdorben, ja, schade.
Aber mit den 9 Stück konntest du ja eh nichts mehr machen. Arbeiten 41%, ey. Eieiei, und so langsam. Das ist alles nicht so schön. Rückenschmerzen und der an der Arm. Muss ich mal zusehen, dass wir weiterkommen hier bei den Prothesen. Ja, dann die einfachen Prothesen. Ah, da brauchen wir erst Grundlagen Mikroelektronik. Und dann bionische Gliedmassen. Das dauert leider alles noch. Also demnächst wird Donovan keine Arbeitskraft werden. Keine gute. Hier, erlaube Aussaat. Mach mal wieder. Das ist ja. Und hier ist jetzt auch erlaubt. Die sind ja alle wieder gesund. Können da was machen. Von daher kann Hera hier wieder eine 2 kriegen. Und Feldarbeit bleibt eine 3. Ja, genau. Kann sie nämlich mitforschen, damit wir da weiterkommen. Mach dein Pyro. Warum bist denn du nicht am... Achso, weil du jagen warst. Okay. Sehr gut. Fernkampf 12. Oh, aber fast 13. Schön. Sehr gut. Er ist echt gut. Echt gut. Ich brauche eigentlich ein Scharfschützengewehr führen. Damit könnt ihr dann echt was reißen. Könnt ihr quasi alleine so ein Schiff ausschalten. Ist zwar trotzdem gefährlich, aber mit Teufelsgarnzeug und Helm und Schutzweste müsste es eigentlich gehen. Wie viel Schutz hat er denn? Na, 54% nur. Das ist noch nicht so pralle. Na, du hast doch eine Schutzweste an. Die muss ja dann unter aller Sau sein. Blecht- und Totmannsschutzweste. Ja, okay. Ihr schlecht. Wie viel schützt die denn? 45 immerhin. Achso, weil du noch das Syngarn-Hemd anhast. Statt Teufelsgarn. Dann müsste das nochmal ein Stück hochgehen. Der Schutzwert. Ja, am Ende sind dann alle unsere Leute schön rot. Dass hier alles geschafft ist. Jetzt, nee, Hemd ist fertig. Das ist in Ordnung. Wenig Nahrung, ich weiß. Warum tust du die nicht schlachten? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Du könntest die schlachten und dann hätten wir was zu essen. Aber das macht sie nicht. Und keiner weiß warum. Nora, jawohl. Ja, du bist, langsam. Aber ganz langsam wusste besser. Ja, vielleicht findet man ja irgendwann nochmal jemanden, der Bergbau kann. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Hier ist auch noch Stahl, falls wir welchen brauchen. Da auch. Und wir werden auch welchen brauchen. Für die Schwerter. Die Frage, ob ich erst das ganze Teufelsgarnzeug machen will, wahrscheinlich schon. Die Schwerter müssen warten. Teufelsgarnzeug fertig ist. Chamber hat ja eine Nahkampfwaffe. Das ist die einzige, die wirklich eine braucht. Ist zwar nicht wirklich überzeugend, die Nahkampfwaffe, aber. Na gut. Was willst du machen? Sie ist auch die Einäugige. Stimmt. Ach, das ist ja auch noch so ein Problem. Einäugig und ohne Nase. Muss ja echt hübsch anzusehen sein. Hier, erzwungen, jetzt können wir mal löschen. Ich weiß gar nicht, was da erzwungen war. Immer noch krank, die Leute. Schade. Na gut. Machst du? Achso, den Hemd. Also das. Ja, achso, weil das noch Krankenbett ist. Geh mal lieber schlafen. Ja, oder ne, wenn. Na komm, geh schlafen. Oder mach was anderes. Jetzt baust du Gebiet an. Ich denke, du bist müde. Eieieiei. Jetzt wackelt die dahin, pflanzt eine Pflanze an, merkt, ach, eigentlich bin ich doch müde. Geht wieder heben. Ja, ich wusste es.
Du bist so doof. So doof bist du. Ihm geht's nicht so gut. Mein Freund starb, ohne Tisch gegessen. Fühle mich nicht gut. Zurückgewiesen von Nora, krank. Zurückgewiesen von Hera. Meine Güte, du Armer. Aber Nora könnte ja wenigstens mal sagen, ja. Schutzweste eines Toten. Ja, du Arme. Aber das gibt bloß minus 3. Das kannst du aushalten, denke ich. Ja, genau, Gorilla. Komm einfach mit Nora zusammen. Statt die ganze Zeit mit Hera zu versuchen, weil das wird ja nix. Und Donovan geht's auch nicht so gut. Ach, jetzt geht's den allen hier so schlecht. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Nora müsste wahrscheinlich erstmal wieder sauber machen. Ja, mach mal. Ja, jetzt will sie da hinten hin. Mach, lass das mal. Putz mal ganz kurz hier. Damit es den Leuten wieder besser geht. Ja, sehr schön. Alles sauber machen. Dann freuen die sich. Was machst du jetzt? Ach, entfernt Blut. Ja, genau. Lass mal. Und jetzt baust du komprimierten Stahl ab. Auch gut. Ja, sehr gut. Lass mal so. Dann sollst du das mal machen. Jetzt forschen beide, jawohl. Da geht das hier mal voran. Zusammenbruchrisiko. Wann? Lass das doch. Nicht zusammenbrechen. Völlige Umgebung. Warum? Schön hier. Wow, so viele Maffalos. Schön, 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 schön. Wollen wir da versuchen, ihn zu zähmen? Weil die sind nicht so weit weg. Aber wir sind... Nee, wir... Ja, das ist schwierig. Ich bin eigentlich auch gerade froh, dass die beide forschen. Damit wir hier mal vorankommen. Nee, wir lassen die erstmal forschen. Ich brauche die Elektronik und ich brauche dann alles. Alles brauche ich. Mal ordentliche Waffen kriegen und solche Späße. Da müssen die mal Gas geben. Granit, das schieben wir. Ja, Granitblöcke. Kann der Hund mal welche holen, wenn er Zeit hat hier? Dankeschön. Dann machen wir nämlich hier die Anlage größer. Um ein Stück, auf jeden Fall. Ich muss das hier dann weg. Ja, genau. Ich will die Anlage größer machen, sodass wir mehr Leute da hinstellen können, die dann kämpfen können. Ich mir mal kurz ein Tool nehmen, das so anzuplanen, ne? Hier ist die Tür. Hier ist der Verteidigungsstreifen dann. Das heißt, das Ding muss weg. Und dann ist immer so ein Stück frei. Warte. Hier, da ist nix. Da ist nix. Das ist frei, genau. Dann ist hier so ein Ding. Will ich das so? Oder mache ich das enger? Das ist die Frage. Ne, die Dinger, die ich hier anzeichne, das sind da, wo dann die Mauern hinkommen, wo dann jemand dahinter stehen kann. Dazwischen kommen Sandsäcke. Sagen wir mal so, da kannst du 1, 2, 3, 4 Leute hier runterbringen, die dann auf alles schießen können. Sind nicht zu viele, ne? 4 Leute. Dazwischen kannst du halt jemanden hinstellen, der Nahkämpfer ist, zum Beispiel. Aber ich denke, 4 Leute wird reichen. Ach, stimmt mal. 1, 2, 3, 4. 5, ne, wir bräuchten eigentlich 5. Machen wir mal 5. Das wäre so. Ne, bis hier runter. Forschung abgeschlossen, wunderbar. Dann jetzt gerne die Batterien als nächstes. Dankeschön. So, aber jetzt die elektrische Nähmaschine muss hin. Die muss hin. Produktion. Nähmaschine elektrisch. 3 Komponenten. Ist teuer. Aber ich brauch's sie, los. Her damit. Her damit. Ich habe noch keinen Strom. Da muss noch irgendwo ein Windrad hin. Dann müssen die Batterien irgendwo hin.
Habe ich ja auch noch keine. Wo ist denn Strom? Da ist Strom. Ah, hier, Windturbine. Wollte gerade sagen. Kraftstoffgenerator, okay. Und Holzfeuergenerator. Ist ja auch cool. Das ist auch neu. So, hier kommt das Windrad erstmal hin. Nee, da kommt es nicht hin. Dann kann da keiner mehr langlaufen. Wir müssen eins mindestens freilassen. Machen wir so. Sonst kann da keiner langlaufen. Das wäre doof. So, dann noch ein Stromkabel. Von hier nach hier. Dann sind die erst einmal versorgt. Kann Pyro dann morgen aufbauen. Und dann kann... wer war das? Ach, hier. Chamber kann dann nämlich an die elektrische Nähmaschine dran. Sollte das deutlich schneller gehen. Deutlich schneller mit ihrem Zeug da. So. Hier, Granitwand. Brauchen wir auch. Bis hierhin. Das Ding hier muss ja länger werden. Hat man ja gesagt. Mindestens so. Und das Ding auch. So. Ja, genau. Dann brauchen wir noch Granitwände hier, 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 hier und hier. Also da nicht, weil hier ist was im Weg. Das muss weg. Ja, genau. So, dann kann das hier weg. Da gibt es ein Tool. Moment. Befehle, abreißen. Das ganze Ding hier kann weg. Was ich mit den Fallen hier mache, weiß ich noch nicht. Das wird noch interessant. Aber mal gucken. Ja, ihr seht jetzt schon, wofür das gut ist. Hier können sich jetzt 5 Leute dahinter verstecken. Die sind schwer dann zu treffen. Weil die von den Mauernstücken und von den Sandsäcken geschützt werden. Quasi Deckung haben. Während die Gegner, die hier reinkommen, keine Deckung haben. Gar keine. Und das ist halt der ganze Sinn von diesem Apparatur. Der Gegner will hier rein, weil es hier rein geht. Ne? Hier ist eine offene Tür. Hier geht's einfach rein. Aber da stehen meine Leute. Und das ist der Kernpunkt. Das werden wir dann hier oben auch nochmal machen. Das wird aber knapp hier oben. Weil wenn du siehst, wie viel Platz das hier unten schon braucht. Mal gucken. Aber zumindest 3 oder 4 werden wir schaffen wahrscheinlich. Mehr denke ich nicht. Ja, das wird gut. Und im Zweifel, falls die Gegner nicht hier rein wollen, müssen wir sie irgendwie reinlocken. Ne? Dann kommt dann einer hier von uns rausgelaufen, schießt immer und lockt die damit hoffentlich hier rein. Das ist zumindest der Sinn der Sache. Mal sehen, ob das wird klappen. Jetzt muss es ja schon mal aufgebaut werden. Ne? Der kleine Gang hier, der hat ja schon mal sehr gut funktioniert, aber halt auch hauptsächlich wegen der Fallen. Die Fallen werden dann halt nicht mehr so super effizient sein. Das ist dann halt leider so. Das macht aber nichts, weil unsere Leute ja inzwischen so ein bisschen Teufelsgarnzeug haben. Die gehen eh nicht mehr so schnell kaputt. Tot. Ah, Baum, Baum, bauen. Schön. Wie viel Stahl brauchen das? 100, okay. Das braucht 50. Ah, okay. Gut. Stahl haben wir genug. Dann kann er das aufbauen. Ich weiß nicht, wie viele Komponenten wir... Oh, 41. Wow. Da haben wir ja echt günstig. Die Dinger hier kann man später irgendwann zerlegen und wenn man die zerlegt, kriegt man auch Komponenten raus. Von daher sieht es da gar nicht so schlecht aus. Wo haben wir denn die E40 Komponenten her? Sind das alles Flugzeug, solche Frags gewesen? Oh Gott, Frags, ne? Was will ich? Oh, hier ein totes Muffalo. Interessant. Ja, diese Raumschiffbruchstücke, die hier manchmal runterkommen. Da hat man ja schon ein paar. So schon eine Weile her, aber okay. Wow, dass sie so viele Komponenten geben. Das ist gut. Das ist echt gut. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, genau. Baut er hier schon mal auf den ganzen Kappes. Ja, Gorilla bastelt die Steine. Das ist auch gut. Der Hund holt die Globe ran, ne? Ja, genau. Die hatte ich ja hier in Auftrag gegeben. Hier kann er noch mehr holen. Und das, achso, Hera holt den Truthahn.
Der wurde wahrscheinlich hoffentlich gleich verkocht. Ah, hier, sehr gut, sehr gut. Wir haben wieder Nahrung. Dann können wir mit den einfachen Mahlzeiten aufhören. Können wieder die besseren Mahlzeiten gekocht werden. Also, die isst gleich erstmal das rohe Fleisch. Ah, da müssen wir wohl jagen. Aber was jagen wir? Die Muffalos? Das ist halt gefährlich. Also die ganze Herde Muffalos ist gefährlich. Einzelne Muffalos nicht. Wir könnten natürlich hier den Nashorn versuchen. Ja, komm, jage hier so ein Ding. Oh Gott, er macht das. Zusammenbruchrisiko leicht. Ah, die werden sich gleich gegenseitig abschießen. Das ist schon, komm. Gorilla. Bester Schütze. Bester Schütze. 27% Trefferchance. So ein Riesenvieh, ey. Ja, du brauchst echt eine Waffe mit einer kurzen Reichweite. Eine Schrotflinte wäre vielleicht ganz cool. Oder halt dieses Maschinengewehr schlecht.